Ja, hallo, ich bin der Markus, komme aus Wesel. Heute stelle ich euch meine Yamaha TDM 850 vor, Baujahr 99. Also das erste Modell nach der Modellpflege mit Kraftstoffanzeige anstatt Temperaturanzeige. Gemacht wurde an dem Motorrad unter anderem ganz wichtig ein Hauptständer, andere Spiegel. Dadurch, dass die Originalen ja aussehen, als wenn man damit jemanden totschlagen könnte. LED-Blinker vorne und hinten. Unter anderem auch ein LED-Rücklicht. Was natürlich gar nicht geht bei dem Motorrad. Der Originalauspuff klingt wie eine alte Blechtrommel. Hat schönen Sebring komplett. 2 in 1. Andere bezogene Sitzbank. Nicht so eine speckige, originale. Gepäckbrücke für die kleinen Tour. Passend in der Farbe blaues Windschild von MRA. Für die bessere Bremswirkung die Bremsanlage in Blau von der Yamaha BT-1100, besser bekannt auch Bulldog. Dann Stahlflex-Bremsleitung. Und damit ihr auch mal mitkriegt, wie sie sich anhört. Steht schon länger kalt. Ist ja auch schon eingemottet eigentlich für den Winter.